Wir gehen das Experiment jetzt mal richtig an. KI-Klasse. Ändert sich die Belohnung anhand von Credits, wenn die KI einfach stärker, schwächer ist? Das will ich jetzt herausfinden und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Wreckfest. Zwei Runden ja und ich fahre jetzt erstmal zweimal B, um zu gucken, ob die annähernd gleich sind, die Credits. Vielleicht sind sie sogar gleich am Ende. Einstellungen bleiben jetzt zweimal gleich und ich gucke, was ich da an Credits rausbekomme. Hätte ich mir eigentlich gerade eben schon merken können. Beim letzten Versuch, aber es dauert ja keine 3 Minuten, schätze ich. Wenn ich es nicht nochmal neu starten muss. Das könnte zu kurz sein, aber das wird es nicht ausmachen. Wir werden so oder so im Normalfall Erster. Schön gelb-roter Wagen vor uns. Wobei, gerade eben hatten wir ja Klasse A. Hier auf dieser Schleife. Also ich fahre jetzt zweimal Klasse B und gucke, ob die Credits annähernd oder vielleicht sogar gleich sind, die wir hier bei einem Rennsieg rausbekommen. Was gleich bleiben muss, ist halt der Rennsieg und die Klasse. Dann ist die Frage, ob wir durch Herausforderungen mehr Credits bekommen. Das kann ich mir durchaus und auch sehr gut vorstellen. Und wie sieht's aus mit Vorsprung auf den zweiten, wenn wir gewinnen sollten? Ist das auch entscheidend? Wie einfach überhaupt nichts entgegenzusetzen hat. In Sachen Stärke. Der ist ja abgeprallt an uns. Nee, wir sind auf der Strecke. Alles in Ordnung. Wow. Der hat es aber spitz genommen. Schnell nach außen. Hier ist bestimmt noch jemand. Da ist außen. Au. Knappe 3 Sekunden haben wir Vorsprung. So, jetzt dürfte aber kein Nachzügler mehr kommen. Das wäre schon krass. Da kommen jetzt ein paar an. Na, hier kommen sie alle. Oh Mann. Schnell nach außen. Oh, der ist aber nah dran. Der dritte ist weit weg, aber der zweite, der sagt nein, der hat abgekürzt. Oh nein. Oh, das war keine Berührung. Oh, stimmt, einer war ja ziemlich weit hinten. Ich bin zu schnell. Ey, der kommt gleich zu uns rüber gefahren, der eine da. Oh, das ist ein recht knappes Rennen. Gezögert und doch noch gepackt. So, jetzt merke ich mir die Credits. 1680, das ist einfach zu merken. Jetzt ändern wir nichts an den Einstellungen, werden auch noch Erster und dann mal gucken, ob wir wieder 1680 haben. Nur weil es die KI Klasse B ist, stellen wir mit unserem A-Wagen hier Klassenrekorde auf, das wäre ja kacke. Oh, es ist dunkler geworden, doch nicht alles gleich und wir starten von weiter hinten. 2 Plätze weiter hinten. Macht die Tageszeit einen Unterschied bei den Credits? Keiner kommt auf die Idee und fährt schlagartig nach rechts innen, währenddessen wieder vorbeidübeln. Einer fährt voll in den Verkehr rein. Nein, jetzt stecken wir hier gleich fest. Weg. Oh, hier ist auch noch Stau. Scheiße. Erst hat 7 Sekunden Vorsprung, das könnten wir noch schaffen. Ah, hier hängen wir gerade zu sehr fest. Das machen wir nochmal. Manchmal muss man auch Glück haben. Ich ziehe gleich nach innen. Dann lasse ich den erstmal ein Stück vorfahren und gebe dann richtig Gas. Jetzt kommt keiner auf die Idee, von links nach rechts zu ziehen. Das ist schon bemerkenswert und nett und lieb und überhaupt. So, jetzt können uns nicht viele irgendwo einklemmen, weil nicht so viele vor uns um uns herum sind. Aber ich drehe mich. Kacke. Jetzt brauche ich ja wirklich mehrere Versuche.
Der Kombi, den haut's nicht irgendwo umher. Da habe ich jetzt schon mit was gerechnet. Nur 6 Autos vor uns. Jetzt nicht einquetschen. Na. Gut. Oh, jetzt fährt er da innen irgendwo gegen, der Blödmann. Gleich zum Erster. Jetzt! Wenn hier jetzt noch jemand direkt nach dem Start, nach der ersten Schleife, immer noch so weit zurückhängt, dass er uns noch entgegenfährt, das wäre ja verrückt. So, wie kommen wir raus? Kotzt einer massiv ab? Ja. Oh, wir werden zurückgesetzt, automatisch. Weil wir da in so eine Nische gefahren sind. Oh! Die Schleife ist immer noch irgendwie am coolsten, weil kann so viel Unvorhergesehenes passieren, auch wenn wir hier sehr einfach gewinnen können. Wenn du die Kurve nicht einsehen kannst und du vorher keinen Gegner gesehen hast, dann fährst du blind rein und hoffst das Beste. Und das bei über 100 Sachen, das ist fies und gefährlich. Aber auch reizend. Kann ja immer einen Dödel geben, der zu weit innen und zu weit außen fährt. Obwohl du denkst, du bist auf der sicheren Seite. Kommt jetzt noch jemand an? Nee. Wir haben 11 Sekunden Vorsprung. Beim letzten Mal war es recht knapp. Jetzt haben wir gleich über 10 Sekunden Vorsprung. Im Ziel. Ich fahre schon nach außen. Ja, kommen die erst zu weit hinten an, die vielen Autos. So, 16,80. Vorsprung war jetzt größer. Wir sind weiter hinten gestartet. Wieder 16,80, okay. Dann verändern wir jetzt bloß die Klasse der KI und ich schätze mal, wir bekommen dadurch weniger, weil es weniger anspruchsvoll ist. Tipps. Verdiene Geld, indem du Geld verdienst. Oh, und sogar 17. Aber die Stadtplatzierung ist unwichtig. Und die Tageszeit auch. Oh, kann man da an dem Pfosten hängen bleiben? Mann, seid ihr lahm. Wir haben sogar gleich in der Schleife freie Fahrt. Wir gehen aber nicht als Erster rein. Nee, nicht ganz. Ich wollte mich jetzt bewusst hier schön links halten, damit uns keiner irgendwie in die Parade fahren kann. Also hier kommt keiner, da kann ich auch innen fahren. Ich gehe mal stark von aus, dass es jetzt weniger als 1680 Credits gibt. Oh! Kommt noch einer an. Die Front sieht noch gut aus. Hier kommt keiner mehr, schätze ich. Da muss man ja irgendwo festgefahren sein, den Rückwärtsgang nicht wiederfinden. Um hier noch hinten zu hängen. Ich könnte sogar fast schon hier nach außen fahren, so viel Vorsprung haben wir. Jetzt kann ich schön Geschwindigkeit aufbauen. Seid ihr die drei letzten? Nein, da kommt noch ein blauer. Aber das war jetzt der Schluss. Wir haben fast 20 Sekunden Vorsprung. Da sind die meisten gerade in der Schleife. Hier, okay, ich krieg das nicht mehr. Hätte ich vielleicht doch bekommen, aber war mir jetzt unsicher. Ich fahr gleich nach außen, hab genug Vorsprung. 12 Sekunden. Credits, was sagt ihr? Wie hoch seid ihr? Auch 1086, das überrascht denn doch. Okay. Ja dann. Schrauben wir jetzt eine runter und fahren jetzt, bis wir den Roadslayer zusammen haben.
Karussellen haben verschiedene Beschränkungen hinsichtlich der zugelassenen Wagen. Ja, Roadslayer. Nicht geschnallt. Ey, da braucht uns jemand beim Start, ist ja unfassbar. Schubs, oh. Das wird so schwierig, aber ich fahr mal weiter. Ist hier offen? Ja. Aber groß gewonnen haben wir nichts. Nicht. 5 Sekunden ist der erste noch vorne. Okay, okay, okay. Noch baut er den Vorsprung aus. Immer noch. Jetzt verliert er, jetzt verliert er. Das wird, glaube ich, nichts. Quetscht uns jetzt wer ein? Nein. Aber wir schaffen es nicht. Wir müssten hier Erster werden. Nein! Zu früh gefreut. Scheiße. Doch zu früh nach außen gefahren. Da waren doch noch nicht alle vorbei. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. So, jetzt sind alle vorbei, oder? Jawohl. Oh, die Wand. Da ist ein Relaxo eingeschlagen. Na. Oh. Na, jetzt fährt er uns hier entgegen. Komm, komm. Nein! Jetzt kriege ich das hier nicht gebacken zu gewinnen, ey. Ich könnte das jetzt noch so beenden, aber zeittechnisch ist es, glaube ich, langsamer, wenn ich dann nochmal das ganze Rennen hier laden muss. Wobei, ich lade keine Minute. Egal. Ich will nicht so viel im Ladebildschirm herumhängen. Ich will wenigstens fahren. Wenn ich schon gerade auf Credits Farm aus bin. Mal kurz als erster in die erste Schleife gefahren. Oh, oh, ist der gleiche Arsch von vorhin, oder? Ich habe mir das Auto und den Namen nicht gemerkt, aber es wirkte so. Kann man sogar Klasse D einstellen als Gegner? Fahren die da mit den Bussen oder mit den Doppeldeckern? Das frage ich mich gerade. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Nein! Komm, fahr weg, fahr weg. Bevor ihm noch der zweite vorbeifährt. Ich fasse es nicht. Komm, rammt den. Nein, nicht uns. Oh, blöd, Mann. Vor allem kriege ich sie nicht mehr gebacken, Erster zu werden. Ey. Man da an der Stange da rechts hängen bleiben kann, das will ich jetzt auch nicht ausprobieren. Jetzt hält er uns hier auf. Dafür wird er gedreht. Da war wieder der Flammenarsch als Geisterfahrer. Ups. Da kommen viele an. Ich fahre gleich mal nach außen. Hoffentlich, es klappt. Jawohl. Nochmal sein Rennen vermiest.
Wir fahren trotzdem weiter. Es wäre fast nichts gewesen. Oh. Ach so, war eine Runde. Okay, es ist rundenabhängig, wie viel wir bekommen. Eine Runde haben jetzt ungefähr 600 Credits ausgemacht. Okay, das Testen geht weiter. Wie viel bekommt man denn für 3? Klasse D probiere ich jetzt nicht aus. Also über 2000 rechne ich da jetzt schon. Je länger so ein Event dauert, desto eher werden wir Erster. Eine Runde ist zu kurz, 2 Runden reichen durchaus aus. Und 3, ja, könnte vielleicht, wenn wir genug Credits bekommen, sich Zeit-Credit-technisch auszahlen. Jetzt werden wir sogar mal, wenn wir den weggeballert haben, das Klatschgeräusch dabei, als er gegen die Mauer ist. Jetzt gehen wir sogar mal als Erster in die Schleife rein. Gucken, ob jemand ausscheidet. Gucken wir am Ende mal. Bei 3 Runden, ob es da einen gibt? Ich glaube ja. Bin wieder zu schnell. Jetzt fährt er vorbei, oder? Ne. Schnell nach außen. Hier kommt vielleicht noch jemand. Na, ja, sieht nicht so aus. 6 Sekunden Vorsprung. Ui. Und schon sind sie weg. Schnell umdrehen, schnell weiterfahren. Noch Erster. Schnell nach außen, damit er uns nicht abräumt. Was, stand da gerade Frogwurst? Ich habe, glaube ich, Frogwurst gelesen. Also ein B war es nicht, Bockwurst. Aber ich glaube, er stand Frogwurst. In weißer Schrift auf rotem Grund. Hau ab, du blöder Boomer. Wäre beinahe da durchgekommen. Da kommt noch her. Jetzt nach außen. Oh! So, links stand das. Ne, Frog West. Irgendwie sowas. Hm. Da war es auch wieder irgendwas mit Frog. Ich müsste mal das Spiel kurz anhalten. Ihr habt es da einfacher. Autsch. Ich fahr gleich mal nach außen. Wobei. Na doch, es geht schon gut. Es geht schon gut. So, rechts. Die Frogwurst steht immer rechts. Da. Nee, Freck? Was? Das wird immer komischer. Freck West, vielleicht. Ich will bloß die Werbung lesen. Fahrt bitte weg. Mann. Oh, hier ist jemand kaputt. Wette gewonnen. Ohne zu wetten. Ich fahr gleich wieder nach außen. 9 Sekunden Vorsprung reichen dafür locker aus. Wenn dazwischen im fortgeschrittenen Rennen keiner ist, der schon überrundet wurde. Der wird ja oben im Klassement dann nicht angezeigt. Da sind auch 2 kaputt. Jetzt kann ich ganz klar nach außen fahren, weil jetzt 16 Sekunden Vorsprung. Ich komme sogar fast ins Ziel, bevor die neben uns her sind. Na, nicht ganz. Wie viele Credits gibt es jetzt? Wie viele sind eigentlich ausgeschieden? Oh, doch so viele. Okay. Jetzt gibt es 1790 Credits. Es lohnt sich nicht. Da bleibe ich lieber bei 2 Runden. Haben wir das auch mal herausgefunden? Schön, schön. Wie viele Credits haben wir denn jetzt? Ich glaube, 16 noch was, ne? Kommt das hin? Ja, 16,8. Dann mal gucken, ob wir jetzt die 16,8 wieder fahren. Ich denke mal schon. Big Valley Speedway, äußeres Oval Schleife, macht echt Spaß. Aber ich sehe gerade, wir machen das einfach mal in der nächsten Folge. Passt gerade so gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.